Hallo alle zusammen. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu diesem Interview-Video und vor allem heiße ich Herr Professor Dr. Klaus Mühlhahn willkommen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt, für uns mit uns gemeinsam über sein Buch Geschichte des modernen China zu reden. Und vielleicht können Sie sich erstmal vorstellen. Erstmal, ich freue mich auch sehr, dass ich mit Ihnen über das Buch reden darf. Mein Name ist Klaus Mühlhahn. Ich bin gegenwärtig, wie Sie sehen, Präsident der Zeppelin-Universität. Ich bin von der Ausbildung her Sinologe, habe mich immer mit der Geschichte Chinas beschäftigt, der modernen Geschichte, also 19, 18. 19. und 20. Jahrhundert. Ich war lange Zeit in Berlin tätig und davor auch im Ausland. Natürlich habe ich auch sehr viel Zeit in China verbracht. Okay, sehr interessant. Dann direkt zum Inhalt des Buchs vielleicht. Das Buch geht, hier steht es ja auch, von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart, also ein Geschichtsbuch über die moderne Geschichte Chinas. Da geht es vermutlich direkt um die Geschichte, aber vielleicht können Sie kurz was zu dem Buch generell sagen. Genau, also in dem Buch behandle ich, wie Sie schon gerade richtig gesagt haben, die Geschichte Chinas eigentlich in den letzten 400 Jahren. Das Buch will den Aufstieg Chinas erklären, will erklären, wieso in China etwas stattgefunden hat, was ja doch sehr außergewöhnlich ist, nämlich dass ein Land im Grunde von einem sehr niedrigen Standard, also von großer Armut, sich entwickelt hat und heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Das ist ja ein Prozess, der ist atemberaubend und er hat nicht nur China fundamental verändert, sondern er verändert auch die Welt, verändert die Art und Weise, auch wie wir leben. Das sieht man ja schon daran, dass wahrscheinlich hier dieses Interview mit Computern stattfindet, die zu 90% in China hergestellt werden. Und das ist völlig undenkbar, wenn Sie bedenken, dass 40 Jahre vorher überhaupt keine Computer in China gab. Also das Buch will diesen Vorgang erklären, aber dafür nehme ich die längere historische Perspektive ein und verfolge das eben zurück über einen sehr langen Zeitraum von etwa 400 Jahren. Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich bin eben fest davon überzeugt, dass was in China heute passiert, also dieses Wirtschaftswunder, dieser gigantische Aufstieg, dass das eben auch nur zu verstehen ist vor den längeren Wurzeln und dass der Prozess eben nicht nur 40 Jahre beträgt, sondern im Grunde genommen 400 Jahre Geschichte dahinter stehen. Okay, vielen Dank für diese Antwort und den Einblick in das Buch. Und ich persönlich interessiere mich auch sehr für moderne Geschichte, da ich denke, dass man hier noch einen viel größeren Einfluss auf die moderne Gesellschaft sehen kann. Und natürlich, da hat China einen super beachtlichen Wandel hingelegt, der super interessant ist. Und vielleicht können wir zu ein paar der inhaltlichen Knackpunkte des Buchs kommen. Und da ist natürlich vor allem der Zerfall oder der Untergang der Qing-Dynastie ein großes Thema. Und für diesen Aspekt gibt es viele Punkte, unter anderem auch natürlich der Imperialismus hat dazu beigetragen, aber auch Umweltkatastrophen. Und Sie haben auch geschrieben, Unvereinbarkeit der chinesischen Tradition mit der Wissenschaft oder dem innovativen Denken. Das sind natürlich nur zwei Faktoren, die zu diesen Umständen beigetragen haben. Ja, also was Sie gerade zitiert haben, die Unvereinbarkeit der chinesischen Tradition mit der Wissenschaft und dem innovativen Denken bezieht sich wirklich auf das 19. Jahrhundert, wo es ja zu einer Art von Kollision kommt, ja, dass die chinesische Welt und ich sage jetzt mal, die Welt Europas miteinander in einen großen Konflikt gehen und China feststellen muss, dass Europa im 19. Jahrhundert in vielfacher Weise oder in vieler Hinsicht viel fortgeschrittener ist, technologisch fortgeschrittener, militärisch fortgeschrittener und eben auch in Bezug auf die Wissenschaft. Und da stellt man in China selber fest, dass die Art und Weise, wie man sozusagen die Gesellschaft organisiert hat, dass das es nicht möglich macht, gewissermaßen in Bezug auf den Westen aufzuholen, also in Bezug auf Wissenschaft und innovatives Denken. Und von daher ist, glaube ich, ganz wichtig, dass in der Tat diese Unvereinbarkeit auch in China selber festgestellt wird. Also die behaupte nicht nur ich, sondern die wird in der Zeit in China festgestellt. Und von daher bildet sie die Basis dafür, dass
China dann im 20. Jahrhundert sagt, wir wollen eben vom Westen oder von Europa lernen, was für uns nützlich ist. Wir übernehmen Institutionen und wir gehen da ganz selektiv vor. Also das ist ein ganz großer Faktor für den Untergang der Qing-Dynastie, dass sich immer herausstellt, dass das alte Kaiserreich nicht in der Lage ist, die notwendige Modernisierung durchzuführen. Und vielleicht noch ein Punkt zu den Umweltkatastrophen. Das ist nämlich auch sehr spannend, weil wir sehen ja heute in China, dass es ein Land ist mit einer wahnsinnigen Problemen im Bereich Klima, Umwelt. China hat mit die schlimmste Boden- und Luftverschmutzung in der Welt. Regelmäßig sind chinesische Städte, das hat sich auch trotz verschiedener Programme nicht geändert, sind chinesische Städte zu finden unter denen mit der höchsten Luftverschmutzung. Und aber um das zu verstehen, muss man eigentlich sehr weit zurückgehen, denn die Umweltkatastrophe hat schon vor vielen hunderten Jahren begonnen, als China angefangen hat, die großen Wälder abzuholzen. Und die Abholzung der Wälder, wir müssen uns vorstellen, China, was heute kaum mehr, also Zentralchina finden Sie kaum mehr einen Wald, ne? War früher mal komplett bewaldet, dieser riesige Kontinent. Und diese Abholzung der Wälder führt zu Bodenerosion, dass der Boden abgetragen wird bei Regenfällen, die sich dann in den Flüssen sammeln und ist eben der Ursprung für sehr viele Umweltkatastrophen im 19. Jahrhundert. Also wenn man so will, kann man in China schon ein sehr frühes Beispiel einer Umweltkatastrophe studieren, die rein von Menschen verursacht war. Okay, dann habe ich noch mal zwei Fragen dazu und einmal grundlegend zur Unvereinbarkeit. Woran liegt das denn im 19. Jahrhundert oder auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Also da ist es, ich sage auch hier wiederum, was die Diskussion der damaligen Zeit ist, also wie man sozusagen im 19. Jahrhundert darüber nachdenkt. Und da kritisiert man die chinesische Tradition dafür, dass sie sozusagen rigide am Kanon des Konfuzianismus festhält, dass sie nicht genug praktisches Wissen vermittelt. Es gibt Denker, die dann die sogenannte Selbststärkungsbewegung, weil sie eben China stärken wollen, die sagen, wenn wir China stärken wollen, müssen wir die Art und Weise unseres Denkens, unseres Lernens verändern und eben anwendungsbezogener, praktischer, wissenschaftlicher werden. Okay, verständlich. Dann zu den Umweltkatastrophen. Sie haben gesagt, dass man viele Hölzer, also Wälder abgerodet hat und man kaum noch Wälder findet. Das bringe ich vor allem mit Mao Zedong in Verbindung und teilweise auch der Dongbei-Region. Aber anscheinend auch schon vorher ist das passiert. Ich weiß auch, dass es dann im 19. Jahrhundert zu massiven Hungerkatastrophen kam und auch dann zu einer Emigration aus China, auch vor allem nach Südostasien hin. Das haben Sie auch gut interessant beschrieben. Genau, aber wieso hat man dort dann die Bäume abgerodet? Also diese Rodung der Wälder und das Abholzen der Wälder, das beginnt im Grunde, können Sie sich vorstellen, schon sehr früh, weil Menschen natürlich brauchen Holz für den Bau von Häusern und vor allem auch in China als Brennmaterial. Und jetzt ist es so, dass natürlich in China im Grunde genommen etwa, ich sag mal, um 600, 700, 800 nach Christus ein sehr großes Bevölkerungswachstum stattfindet, auf relativ kleinem Gebiet. Und dann beginnt auch, dass man sozusagen anfängt, diese Wälder abzuholzen. Und deshalb um 1000 oder um 1200 waren schon sehr viele Wälder verschwunden. Ein Historiker hat dazu ein interessantes Buch geschrieben, der zeigt zum Beispiel, dass um 900 noch Elefanten in Nordchina unterwegs waren und auch sehr viele Wildtiere, die mittlerweile alle verschwunden sind, aber die ursprünglich dort mal beheimatet waren. Und so hat also dieser Eingriff des Menschen, getragen durch ein überproportionales Bevölkerungswachstum und den Hunger nach Energie und Baustoffen, dazu geführt, dass man diese riesigen Wälder abgeholzt hat, und dann verschwinden natürlich auch Flora, Fauna, die Wildtiere und so weiter. Und das Ergebnis ist in gewisser Weise eine Degradierung der Umwelt. Da ist viel schon eben großes Artensterben schon passiert. Und es führt im Grunde dann dazu, dass wir hier ein sehr prekäres Umweltsystem haben, aber eben schon seit einigen Jahrhunderten. Aber Sie haben natürlich trotzdem recht.
die Eingriffe, die dann unter Mao Zedong passieren, ne, und die verschlimmern die Sache noch zusätzlich. Also das ist ein dynamischer Prozess. Und dann in den 50er und 60er Jahren mit dieser massiven Schwerindustrialisierung nimmt im Grunde genommen diese Umweltkatastrophe noch an Geschwindigkeit zu. Dann sind wir jetzt ja auch schon wieder in den 50er, 60er Jahren angekommen und dann nochmal 10, 20 Jahre später nach Ende Mao Zedongs, also nachdem China 30 Jahre lang, das neue China 30 Jahre lang, fast 30 Jahre lang unter Mao Zedong regiert wurde, kommt dann der neue Führer Deng Xiaoping, der aber jetzt eine rigide Reform- und Öffnungspolitik fährt und seitdem wir in China ein Fajan-Mantra haben, also ein Entwicklungsmantra, und alles geht um wirtschaftliche Entwicklung. Jetzt, ich glaube, das neue Entwicklungsziel mit 5,5%, was für Europa ja immer noch massiv wäre, ist jetzt aber eins der geringsten in China seit Jahren. Und vielleicht können Sie uns was dazu sagen, wie sich jetzt in den letzten 40 Jahren, also nach der Eröffnung Chinas, die Stellung der chinesischen Regierung zur Entwicklung geändert hatte. Das ist eine sehr spannende Frage. Vielen Dank dafür. Also dieses Wort Fajan, ne, Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, das ist ein Wort, das eigentlich im frühen 20. Jahrhundert überhaupt erst in die Sprache Einzug hält. Ne. Vorher kennt man dieses Wort so nicht. Es geht über Japan aus Europa und dann aber nimmt es in China eine erhebliche Bedeutung an und wird vor allem sehr populär unter den Politikern. Warum ist das so? Wiederum, wir müssen, glaube ich, da zurückschauen auf die Geschichte. Und wir haben ja schon gesprochen über diese Krise des 19. Jahrhunderts, die Umweltkatastrophen, auch den Rückfall, die Rückständigkeit, in der China sich findet. Und im Grunde genommen hat China seit dem 19. Jahrhundert ein riesiges Problem, nämlich dass es das große, die große Bevölkerung oder der größte Teil der Bevölkerung eben unterhalb der Armutsgrenze lebt. Und selbst heute noch, das darf man nicht vergessen, gibt es noch Kreise und Regionen in China, die arm sind und wenn nicht sogar unter der Armutsgrenze sind, wobei natürlich immer die Frage ist, wie man die definiert, aber das lassen wir mal außen vor. Das heißt, zum großen Teil ist diese Obsession mit wirtschaftlicher Entwicklung eine Reaktion auf eine tatsächliche Verarmung im 19. Jahrhundert und die daraus resultierende, weithin verbreitete Armut dann auch im 20. Jahrhundert. Und das ist eigentlich auch der Punkt, warum das dann nach 1978 so relevant wird. 1978 haben sie eins der ärmsten Länder der Welt. Und wenn ich das so sagen darf aus meiner eigenen Beobachtung, ich war das erste Mal, bin ich in China gereist, das war 1986, das war 8 Jahre nach der Öffnung. Und da gab es wirklich zahllose Dörfer, ich würde sagen, die meisten Dörfer, wenn sie außerhalb der größeren Städte waren, die hatten weder Elektrizität noch irgendwie Anschluss an fließendes Wasser. Da gab es keine betonierten Straßen, sondern nur solche Wege. Also diese Armut erklärt zum großen Teil die Obsession mit Entwicklung. Aber jetzt wird es eigentlich interessant in dem Sinn, dass in China diese Beschäftigung mit Fajan, auch unkritische Verfolgung von Fajan, also von Entwicklung um jeden Preis. Und das ist ja stattgefunden. Na, dieses Wirtschaftswachstum in China ist von der Regierung auch wirklich so im Grunde genommen angeleitet worden. Das hat natürlich auch viele Nachteile, ne? Und das sind sozusagen die Schattenseiten dieses Wachstums, eben Umweltverschmutzung, aber auch soziale Ungleichheit, die sich in China gemacht haben. China ist zwar ein kommunistisches Land, aber es ist keineswegs so, dass alle Bevölkerungsgruppen an dieser Entwicklung teilgehabt haben. Und insofern gibt es schon auch in China eine kritische Diskussion dazu, die sagen kann, sollte wirklich Wirtschaftsentwicklung weiterhin unser prioritäres Ziel sein? Oder sollten wir nicht auch andere Ziele, wie zum Beispiel die Qualität des Wachstums oder die Qualität des Lebens und auch die Qualität der Wirtschaft in den Vordergrund rücken? Ja, was Sie da gerade angesprochen haben, ist wirklich ein interessantes Thema, über das man noch sehr viel reden kann. Und ich denke, es wird uns auch in Zukunft mehr begleiten. Also vor allem die Qualität des Wachstums, das stimmt. Dennoch, ich würde noch gerne so viele andere Themen ansprechen und vor allem das Hukou-System. Das kam in dem Buch zwar nur minimal vor, aber weil ich höre es manchmal und auch wenn ich chinesische Freunde frage, ich spreche das dann falsch aus, Hukou, und dann verstehen die gar nicht, was ich meine. Ich habe aber mitbekommen von einer Freundin in Shanghai,
dass sie damals nicht, obwohl sie dort aufgewachsen ist, nicht dort zur Schule gehen konnte, sondern noch nach Anhui musste. Ja, vielleicht können Sie uns dazu kurz den Hintergrund schildern und wie es auch heute noch in China damit aussieht. Das passt eigentlich sehr gut in unsere Diskussion, weil eben die Unterschiede zwischen Stadt und Land auch so groß waren. Ich habe das schon beredet. Also in der Stadt war es auch schon in den 60er, in den 60er, 70er Jahren natürlich höhere Lebensstandard als auf dem Land. Auf dem Land, wie gesagt, keine Elektrizität. Das hat dazu geführt, dass immer schon, aber besonders auch in den 50er, 60er Jahren, viele Menschen in die Städte ziehen wollten. Und das wollte aber die Regierung verhindern, denn wenn die Arbeitskräfte aus dem Land verschwinden oder abwandern, dann haben sie A, dort eine rückgehende Produktivität. Die Leute waren da ja notwendig, um Nahrungsmittel zu produzieren. Auf der anderen Seite haben sie ein riesiges Problem in den Städten, wo sich Slums bilden, wie wir das ja auch aus anderen Regionen der Welt kennen. Und die Leute müssen dort auch versorgt werden. Und deshalb hat China das immer mal gerne sehr radikale Maßnahmen ergreift, zu der radikalen Maßnahme gegriffen und gesagt, jeder kriegt einen Wohnort, an dem er registriert ist. Und diesen Wohnort darf er nicht einfach verlassen. Und das Ganze nennt sich Hukou. Also Hukou ist im Grunde genommen die Haushaltsregistrierung. Der Haushalt, in dem man wohnt, ist an einer bestimmten Stelle registriert und man kann nicht einfach umziehen. Und tatsächlich ist es so, sogar noch heute, dass es sehr schwer ist, einen Hukou zu wechseln. Also das heißt, eine Registrierung von einem Ort auf dem Land in die Stadt zu erhalten. Und das ist auch noch heute der Fall. Shanghai zum Beispiel ist natürlich unheimlich beliebt und von daher ist es fast unmöglich, einen Hukou in Shanghai, also eine Registrierung in Shanghai zu erhalten. Wenn man keine Registrierung hat, dürfen die Kinder auch nicht zur Schule und so weiter und so fort. Kann ich dann dazu kurz auch noch fragen? Und zwar ist natürlich Shanghai beliebt, wie Sie gesagt haben, aber da gibt es natürlich auch viele Jobs. Und sagen wir jetzt, jemand kommt aus Liuzhou nach Shanghai und fängt dort an zu arbeiten über mehrere Jahre und bekommt dort auch Kinder. Und die Kinder, die können dann nicht dort zur Schule gehen. Nein, also das ist lange, da gibt es, also noch heute dürfen die Kinder dort nicht zur Schule gehen. Sie haben auch Schwierigkeiten bei der Krankenversorgung, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Also da gibt es verschiedene Probleme dann, ne? Aber Sie haben recht, es gibt viele Arbeitskräfte, die in Shanghai arbeiten und das ist auch erlaubt, ja. Aber die Hukou, also die Umsiedlung der gesamten Familie, die ist nicht erlaubt. Also das ist im Grunde in den Städten haben wir eine große Gruppe einfacher Arbeiter, die werden im Grunde wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Deshalb gibt es auch in China natürlich eine lange Diskussion und auch viel Kritik an dem System. Und viele fordern, dass man das verändert. Es sind auch Lockerungen erfolgt. Früher durfte man noch nicht mal dort arbeiten. Also es sind Lockerungen erfolgt, aber es ist nicht abgeschafft und es führt weiter zu dieser Ungleichbehandlung. Ja, ich denke, hier agiert China vor allem wieder aus praktischer Not oder hat auch eigentlich ist es auch sinnvoll, so ein System zu haben in China, denn sonst würde Shanghai und Peking, die Ballungszentren, vermutlich explodieren, da man wirklich in China ja nicht so gerne auf der Nongzun lebt, anders als in Deutschland. Hier ist es für viele kein Problem, sondern auch in der Stadt, in der ich wohne, ist auch eine Kleinstadt zwischen Frankfurt und Mannheim und hier ist tatsächlich, kommt jetzt ein dritter Kindergarten hin. Also die Stadt ist im Wachsen, aber das ist, denke ich, in China überhaupt nicht der Fall. Dann noch mal kurz zu dem Buch, warum ich das Buch so faszinierend finde. Und zwar ist es deshalb, weil hier wirklich viele interessante kleine Details vorkommen. Und davon bin ich halt ein Fan. Da gebe ich einfach mal ein paar Beispiele. Zuerst mal hat das Buch unglaublich viele Karten und auch Abbildungen. Und dafür zeige ich kurz mal zwei Abbildungen. Und zwar einmal hier mit der japanischen Invasion. Und hier im Hintergrund mit dem Cola-Bild, das sieht schon wirklich gut aus. Und natürlich das auf der nächsten Seite dann dieses berühmte Bild. Ja, hier sitzt da ein weinendes Kind am zerstörten Bahnhof. Und ein anderes Bild habe ich noch, und zwar das, was auch nochmal verdeutlicht, die schnelle Entwicklung Chinas. Hier sehen wir einen Hochofen im großen Sprung nach vorne unter Mao Zedong. Und wenn wir uns vorstellen, dass das hier, also das war in den 50er Jahren, also vor 70 Jahren noch China war und dann auch das, die 1950er mit den in Europa vergleichen, da sind ja wirklich Unterschiede, die kann man sich so kaum vorstellen. Und dann auch die zu den Details, zum Beispiel, dass China das Land ist, also hier sieht man es, ja, also China mit
aber tatsächlich ungemein vielen Nachbarn. Und zwar 13 bis 14 Nachbarn und ist damit das Land mit den zweitmeisten Nachbarn nach Russland. Oder dass zum Beispiel die ersten Europäer, nicht Marco Polo, also vielleicht, das weiß man ja nicht, 1513 George Alvarez nach China kam und dann die in Macau dann bereits 1557 unter der Kontrolle von Portugal war. Oder der Sohn von Mao Zedong, also Mao Zedongs Sohn An Ying, ist im Koreakrieg gefallen, also dass er da persönliche Verluste hatte, was ihn vielleicht auch beeinflusst hatte. Und dann aber auch zu einem Thema die Sieben Nines, wäre es auf Deutsch, oder Qibujiang auf Chinesisch. Das ist von 2012 Themen, die Lehrkräfte an Universitäten nicht ansprechen dürfen. Ja, und das sind zum Beispiel Sachen wie Fehler der Kommunistischen Partei in der Vergangenheit etc. Sowas ist sehr interessant. Und ja, das noch kurz von mir als kleiner Input. Jetzt ist das Buch 2021 erschienen. Ich habe aber gesehen, vorher ist das Buch schon in einer englischen Version gab es das. Und da wollte ich fragen, wie ist es für Sie, ein Buch zu übersetzen und haben Sie Spielraum bei der Übersetzung? Das ist interessant. Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich habe das Buch praktisch selber übersetzt. Ja, mit Hilfe. Ich hatte auch ein paar Studenten, die mir geholfen haben, die eine Vorübersetzung erstellt haben, aber ich habe es dann im Wesentlichen schon selber übersetzt, weil das eigentlich für mich so war, dass ich mir eigentlich immer gewünscht hatte, dass es das Buch auch auf Deutsch gibt. Ich habe es aber auf Englisch geschrieben, weil das eigentlich auch so die Sprache ist, in der die in der Sinologie und vor allem chinesische Geschichte halt eigentlich an vielen Universitäten unterrichtet wird. Ja, ob das jetzt in China ist oder in also Hongkong, Taiwan oder eben natürlich auch in den USA oder England. Und insofern ist natürlich erreicht man eine viel größere Leserschaft. Aber trotzdem war mir das sehr wichtig. Und das war eigentlich ich finde eigentlich jetzt, dass ich die deutsche Übersetzung lieber mag als das englische Original, denn da hatte ich dann eigentlich die Möglichkeit, mich ganz auf den Stil nochmal zu konzentrieren und wirklich zu versuchen, das auch interessant zu schreiben, flotter zu schreiben. Und weil man hat ja schon eine Übersetzung. Also ich hatte nicht so viel Freiraum. Es ist natürlich eine Übersetzung, aber ich hatte den Freiraum im Grunde im Bereich des Stilistischen, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt schaust du, dass das irgendwie eben sich dann wirklich auch gut und elegant liest. Okay, verständlich. Das heißt, Sie haben das Buch im Englischen, sind Sie da auch der Hauptautor gewesen? Ja, ich habe das Buch Okay. komplett auf Englisch geschrieben und das hat ziemlich lange gedauert. Also das Buch war ungefähr, ich habe fast 8, 9 Jahre an der englischen Version geschrieben. Da ist sehr viel Arbeit reingegangen. Ich habe auch versucht, da wirklich so viel zu lesen. Und dann hat es auch 2 Jahre gedauert, im Grunde mit dem ganzen, mit dem Lektoraten und so weiter, bis es dann fertig war. Also ich glaube, ich habe im 2018 hatte ich die Endfassung. Oder 17 hatte ich die Endfassung und 18 hat es dann gedauert, das Buch zu produzieren. Ja, auch ich freue mich, dass Sie übrigens auch über die Karten und die Bilder gesprochen haben. Da haben wir nämlich ziemlich viel Arbeit reingelegt, besonders die Karten, die sind alle neu gezeichnet worden. Und das sind auch Karten, die man so woanders auch gar nicht findet, weil wir wirklich auch gesagt haben, wir wollen die Karten nutzen, dass der Leser sich da gut orientieren kann. Ja, das ist gut gelungen, auf jeden Fall. Ja, dann kann ich ja auch empfehlen, die englische Version zu lesen, natürlich. Und genau, dann noch eine weitere Frage. Haben Sie Buchempfehlungen, also zu dem Thema, zur modernen Geschichte Chinas und auch gerne auf Chinesisch? Ja, also auf Chinesisch, da fällt mir jetzt eigentlich gar, also es gibt ja so wahnsinnig viel auf Chinesisch, ne, was man da empfehlen kann, wenn man Chinesisch liest. Aber das ist ja gar nicht so ganz leicht, ja. Aber was ich eigentlich empfehlen wollte oder würde, ist eigentlich die Literatur oder Literaten, zum Beispiel Personen, Autoren wie Yuhua oder Mo Yan, der den Literaturpreis bekommen hat, die haben sehr viele historische Romane geschrieben, die sich beschäftigen im Grunde mit China im frühen 20. Jahrhundert oder eben auch unter der Kulturrevolution. Und da sich zum Beispiel so ein Buch mal durchzulesen, finde ich, ist wahnsinnig interessant und spannend und hilft auch wirklich, die chinesische Geschichte nochmal von einer anderen Perspektive, nämlich einer chinesischen Perspektive, zu verstehen.
Ja, vielen Dank dafür, für den Vorschlag. Und das sehe ich auch so, vor allem die beiden Autoren. Also gut, okay, Mo Yan habe ich noch nicht gelesen, aber Yu Hua. Habe ich auch ein Video zu gemacht zu dem Mai Suezhi, ja, Xu Sanguan, Mai Suezhi. Das war wirklich gut, finde ich. Und habe drüben sogar noch ein anderes Buch, aber das habe ich noch nicht angefangen. Dann einmal noch ganz zum Schluss. Da zitieren Sie auf Seite 665, also schon wirklich zum Schluss, wann und wie China ein partizipatorisches und legitimes System einführen und ob die Partei diesen Prozess überleben wird, sind die wichtigsten Fragen zu Chinas politischer Zukunft. China hat einen robusten Markt für Waren entwickelt, aber es fehlt immer noch ein freier Markt für die Ideen. Ja, was meinen Sie damit? Und ja, vielleicht antworte ich auch kurz selber auf das Zitat oder gebe meinen Einblick darauf. Und zwar sehe ich es auch so genau, dass man in China ja doch teilweise, das habe ich auch schon mal gesagt, eingeschränkt ist, mit Nicht-China, mit Uyghur zu kommunizieren und man auch immer noch teilweise Ideen, ja, da es ja auch keinen freien Meinungsaustausch gibt, öffentlich über verschiedene Medien, das natürlich etwas schwierig ist, hier wirklich, ja, große Ideen voranzubringen. Aber dennoch ist China natürlich super dynamisch und hat extrem viele neue Apps und neue Produkte, die auch wirklich super sind. Genau, einmal, was meinen Sie dazu? Also, ich stimme Ihnen da zu. Es ist natürlich sehr schwer, Prognosen für die Zukunft aufzustellen. Und ein bekannter Sinologe hat mal gesagt: Also, die meisten Prognosen für China haben vor allem eins gemeinsam, dass sie nicht zutreffen. Und ich glaube, über wenig andere Länder lag man so falsch, als man die Zukunft vorhergesagt hat, ja. Also insofern bin ich da auch sehr vorsichtig. Ich versuche da eben, deshalb habe ich es auch so ein bisschen zurückhaltend formuliert und sage, das sind die wichtigsten Fragen, weil ich glaube schon, dass das politische System Chinas, dass das relativ ungeklärt ist und dass es nicht ganz sicher ist, ja, wie stabil das ist. Ich möchte Ihnen vielleicht ein Beispiel dazu geben, das was auch ganz aktuell ist, weil es dieses Jahr betrifft. Im Herbst wird ja ein weiterer Parteitag stattfinden und auf dem Parteitag wird vermutlich Xi Jinping seine dritte Amtszeit beginnen. Und es ist das erste Mal seit im Grunde um 78, dass ein Führer wirklich drei Amtszeiten, also insgesamt dann 12 Jahre, vielleicht kommt ja auch noch eine vierte, dann 16 Jahre regiert. Denn in China gab es eine Regel, nämlich dass jeder Präsident nur zwei Amtszeiten hat, also maximal 8 Jahre. Und da haben wir jetzt ein Problem, weil dafür gibt es eigentlich keine Regeln. Ja, und deshalb jedes Mal, bevor so ein Parteitag, findet hinter geschlossenen Türen eigentlich ein Ringen statt. Darüber, wer welche Position bekommt, wer welchen Job hat und wer wie lange regiert. Und das ist eigentlich jedes Mal eine Krise für dieses System. Es gibt keine Regeln für einen geordneten Übergang. Und das ist genauso ein Beispiel, ja, warum ich der Meinung bin, dass das ein offener Punkt ist. Also deshalb für mich die Frage, dass China wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, aber die entscheidende Frage ist, wie lange wird es politisch stabil sein können, dass diese Entwicklung auch so weitergeht? Okay. Ja, wirklich eine bedeutende Frage, wie sich auch China politisch verändern wird, wenn dann die Wirtschaft nicht mehr weiter wächst. Und genau, und dazu habe ich auch schon chinesische Freunde gefragt. Ja, viele sagen auch, ja, das kann man nicht voraussehen, das ist auch noch so in weiterer Zukunft. Und tatsächlich, andere haben aber auch gesagt, dass sich dann vielleicht Ost und West verschiedene Systeme etablieren werden. Ja, das bleibt offen und bleibt spannend. Ja, ich will auch nicht sagen, dass ich der Meinung bin, dass China ein westliches oder europäisches oder deutsches System annehmen soll oder muss. Das entscheiden die Chinesen sowieso selber. Aber meine Frage ist nur, geht es ohne Regeln in diesem wichtigen Bereich? Ja, wenn jedes Mal, also im Grunde in dieser Einparteienherrschaft ist die Frage, wer an der Macht ist und für wie lange im Grunde ungeregelt. Und das weiß man halt nicht, wie lange das gut geht. Und Sie dürfen auch nicht vergessen, auch in China gibt es für jeden Job viele Anwärter und harten Wettbewerb. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass es in der chinesischen kommunistischen Partei viele Leute gibt, die gerne an Xi Jinping Stelle wären. Ja. Und aber es im Endeffekt unklar ist, wer, wann, wieso
welche Position übernimmt. Ja, das stimmt. Da kann ich nur zustimmen. Dann würde ich sagen, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute hier waren, für die interessanten Einblicke in das Buch und auch über Sie und Ihren Blick zu China. Ja, vielen herzlichen Dank für das Interview. Spaß gemacht. Sehr gerne. Tschüss.